So, wir gehen jetzt erstmal kurz zurück zum Krankenwagen und schließen den mit der Plakette auf. So, knickknack. Notfall. Natürlich! In der Notfallkiste ist eine Kreissäge. Hm? Genau, weil abgetrennte Arme und andere Körperteile ja bei Notarzt normal sind. Der nimmt sich erstmal schön die Kreissäge und sägt dir irgendwelche Körperteile ab. So im Sinne von, den Arm, den können sie eh nicht mehr gebrauchen. Weg damit. Hier gibt es viele brauchbare Dinge. Das muss sicherlich der sicherste Ort sein auf... Klar, der sicherste Ort auf dieser Insel. Und da liegt eine Kreissäge. Also zumindest das Sägeblatt. Hier, Sägeblatt. Ist klar. Können wir damit die Thunfischdose... Nein, den können wir damit öffnen. Hoffentlich ist da eine Kreissäge drin. Nein, da ist ein Fisch drin. Was machen wir denn mit dem Schwachsinn, den wir gerade gesammelt haben? Warum können wir den hier eigentlich noch anwählen? Ach, wegen dem Zettel. Kann ich mir den jetzt... Nein, ich kann ihn mir natürlich immer noch nicht angucken. So, also mal sehen. Ach, das ist eine irgendeine komische 100-jährige Kreissäge. Ich habe sie repariert, aber wie schalte ich sie ein? Mit einem Fisch. Mit einer Blume? Mit einer... Ich weiß es nicht. Ich weiß es doch nicht. Kreissäge, Sägeblatt. Ach, den Schlüssel, den wir beim Wimmelbild finden. Und ich weiß auch schon, was wir mit dem Fisch anstellen. Natürlich, wenn Katzen gefressen haben, schlafen sie automatisch ein, weil der Fisch vergiftet war. So, jetzt können wir die kleine Katze mitnehmen. Ah, ich habe zum Glück den Aufziehschlüssel erhalten und nicht eine schlafende Katze. Hey, es gibt Wimmelbildspiele, da hätte ich jetzt eine schlafende Katze im Inventar. So, damit können wir den aufziehen. Na? Ja. Großartig, jetzt kann ich sie zwar herumtragen, aber sägen kann ich damit noch nicht. Noch mehr aufziehen. Ach so, da fehlt noch so ein komischer Bügel. Na toll, da müssen wir noch irgendeinen Bügel finden. Ah, hier ist der Bügel. Ich möchte mir die Hände nicht schmutzig machen. Ja. Genau. So siehst du aus, Junge. Wer weiß, wo ich mir die Hände vom Sand wieder sauber machen kann. Vielleicht sollte ich einfach mal so machen. Oder so. Oder so. An der Kleidung abwischen. Ja. Kann ich die jetzt endlich mitnehmen? Ja. Ich stecke mir die laufende Kreissäge in die Hose. Natürlich. Da habe ich auch schon brennende Fackeln aufbewahrt. Das ist... Leute, echt jetzt. Eine laufende Kreissäge in die Hose stecken. Nein, hier war das ja gar nicht. Wo ist denn dieser Poller, den ich absägen sollte? Der war, glaube ich, hier in diesem... Nee, in dem Bild war er nicht. Hä? Hier war das Wimmelbild, hier war das. Hier war das. Es ist zu dunkel hier. Und hier kann ich auch noch irgendwas machen. Juhu, Anweisungen sind immer gut. Das war das. Ein Blümchen ist hier auch nicht irgendwo versteckt. Ne, Moment. Nee, ich dachte schon, das könnte ich mitnehmen. Hä, wo war denn dieser Poller, den ich da absägen konnte? Gucken wir mal. Krankenwagen? Am Abgrund? Kommen wir da überall noch hin? Oder ist das... Ach so, das war gar kein Poller. Das war diese Laterne, die ich absägen konnte. Genau, ein Roundhouse-Kick und das Ding liegt. Genau, that's what he said. Der sieht stabiler aus als die Brücke. Dann gehen wir mal rüber. Jeremy muss sich darin befinden. Ja, Feuerwerk, irgendeine Steinscheibe. Ein Taschentuch. Heititai, ein Ring. I'm lucky Jeremy keeps thorough records. I was forced to evacuate the Soaring City. My attempt to separate the crumbling part of the city was a failure. It's continuing to disintegrate. I've discovered a microscopic organism eating away at the earth the city is built upon.
I believe it's connected to the mountain soil. I'm going there to investigate. This could be our last chance to save the city. Okay, also Jeremy hat ein paar erdefressende kleine Lebewesen entdeckt und hat, um nach ihnen zu suchen, die Erde umgegraben und Löcher im Boden gegraben. Und hat sich dann gewundert, dass die Insel schneller auseinanderbricht als vorher? Ja. Ja, unser Jeremy. Ist der eigentlich mein großer oder kleiner Bruder? Das klingt eher so, als wäre der kleine doofe Bruder. Naja. Na toll. Klar, fällt alles auseinander hier. Steinscheibe? Nein. Dort ist ein Leck. Ja. Warten wir einfach. Das wird sich schon von alleine stopfen. So, was ist das? Das ist das Tor zur Mine. Dort werde ich nach Jeremy suchen. Oh ja, das werde ich. Ja, natürlich, den Ring. Ich würde sagen, recycelt. Hilfe! Öffne alle Schlösser. Drehe die Module mit Hilfe der Pfeile. Ein Schloss öffnet sich, wenn sich gleichfarbige Zeiger berühren. Ha, wie erotisch. Aha. Okay. Okay. Also so können wir den drehen. Dann berühren sich die, die und die und der hier noch. Nein, 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 nein. So, und den dann. Geht doch. Wow, das war ein schöner Pixelzoom. Zerstörter Teil der Stadt. Oh nein, der Boden unter meinen Füßen fällt zusammen, weil er zeitgleich aufgefressen wird. Und zum Glück haben diese kleinen fressenden Biester gestoppt, während ich rumstehe. Sonst hätte ich die Gießkanne nicht nehmen können. Und dieses Wimmelbildspiel hier spielen. Mal sehen, Muschel. Also ich versuche jetzt mal wieder nach der Reihenfolge zu gehen. Muschel. Können wir nicht, weil wir nichts haben, womit wir... Naja, Schiff. So, Schiff. Wo ist das Schiff? Schiff. Schiff, 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 Schiff. Schiff, 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 Schiff. Wenn ich noch häufiger Schiff sage, muss ich schiffen. Toll. Schiff. Schiff. Das ist gar nicht so einfach jetzt. Vielleicht liegt es auch daran, dass auf die Uhr geguckt gerade 5 Uhr morgens ist und ich sie seit fast 6 Stunden... erst Minecraft und jetzt ein Wimmelbildspiel aufnehme. Ach. Schiff? Ohne das Fehlenteil sieht es nur halb so schön aus. Ach so, aha. Klick. Da ist also quasi die Muschel, die wir zu Anfang suchen. Ah. So, als nächstes suchen wir das Schiff. Hat schon jemand von euch das Schiff entdeckt? Also ich bin noch auf der Suche. Ist gar nicht so einfach. Das ist echt gut versteckt, glaube ich. Ich sehe bislang kein Schiff. Ist da ein Segelschiff gemeint oder eher so ein Öltanker? Ich sehe echt kein Schiff. Doch da. Jetzt habe ich es da. Okay, der Angelhaken als nächstes. Ich nehme wirklich an, dass das muss an der Uhrzeit liegen, dass ich jetzt schon quasi überwimmelt bin. Das da ist der Angelhaken. Pfeil. Pfeil kann ich wahrscheinlich nicht finden. Also gehen wir weiter zum Messer. Da ist eine Pinzette. Leider suchen wir den nicht. Also Messer. Das ist kein Messer. Den suchen wir doch bestimmt. 2 Eidechsen. Eine fehlt noch. Da ist noch eine Eidechse. Mal sehen. Pinsel, Schwamm, 2 Glühbirnen, Handschuhe, Messer und Bumerang. Schade, dass wir nicht Sachen suchen, die ich gerade anklicke. Das war ein Schwamm. Merkwürdiger Schwamm. Da ist ein Beil, aber leider. Da ist das Messer. Mal sehen, wo ist der Bumerang?
Boomerang, Boomerang. Da ist auf jeden Fall irgendein komischer Öffner, ein Stern, der deinen Namen trägt. Schmetterling. Da ist die Birne. Also ich mache gleich eine Aufnahmepause. Nicht, dass ihr euch wundert. Da sind Handschuhe. Ah. So, Yin-Yang-Amulett. Das ist ja das hier. Das ist ein Teil des Symbols, aber das andere fehlt noch. Schleifen wir das einfach. Also das Yin-Yang-Amulett können wir hier noch gar nicht finden. Das ist der Pinsel gerade gewesen. Ah, ich dachte erst, das wäre die Glühbirne. Bumerang und Glühbirne. Im Abfluss steckt etwas fest. Sprengen wir es raus. Was ist das eigentlich? Signalrakete. Schleifstein? Gießkanne. Okay, ich gehe mal kurz raus aus dem Wimmelbildspiel und guck mich hier noch weiter um. Was ist das da? Ich sollte sie herunterholen. Nicht das, was ihr jetzt denkt. Was ist das denn? Was? Humanitäre Hilfe? Ich muss sie schärfen, bevor ich sie verwenden kann. Schleifstein. So. Ich könnte es öffnen, wenn ich den Deckel irgendwie hochheben könnte. Benutzt die Hand, Junge. Deckel hält man normalerweise, hebt man normalerweise mit der Hand hoch. Oh, was, wo geht's denn da hin? Das Blümchen hat sich nicht mitbewegt bei dem Beben. So, ich guck mal kurz nach, ob wir noch irgendetwas weiteres reparieren können für 28 hier. Das kostet 15. Was kostet das? Auch 15? Das Entwaffnen kostet 25. Dann machen wir das doch mal. Ah, jetzt ist der Himmel blau geworden. Endlich. Der Himmel ist blau. So, aber leider brauchen wir noch mehr Blümchen. So, dann gucken wir noch mal. Was haben wir denn hier? Da können wir einen Korken mitnehmen. Zeitung, Blümchen. Das Schicksal des Eifersüchtigen und Bösen Donners ist nun bekannt. Offiziellen Informationen zufolge empfand er Reue und begab sich freiwillig ins Exil der flügellosen Menschen, um für seine Verbrechen zu büßen. Ja, das ist der schnellste Weg, etwas zu Pulver zu zermahlen. Die Axt, nein. Da können wir eine Maske mitnehmen. Vielleicht muss ich durch das Metall schneiden, mit der Axt. Ich sollte etwas... Klar, die Säge, mit der ich eben schon einen Metallpfeiler umgesägt habe, habe ich weggeschmissen. Ja. Nein. So, hier kann ich jetzt gerade nichts machen. Bei dem Brunnen, ich bräuchte vielleicht irgendwie... Irgendwie bräuchte ich Wasser oder sowas. Da hinten war ich eben schon. Nein, nicht die Maske. Kann ich damit das auffangen? Nein, kann ich nicht. Das kann ich immer noch anwählen. Ach so, wegen der Schriftrolle.